Erde zu Baldur's Gate. Ja, nach einer kleinen Pause wegen Pillars of Eternity geht es jetzt auch endlich mal mit Baldur's Gate weiter. Wir sind immer noch im Räuberlager, nachdem wir Tatzoks Zelt ordentlich auf den Kopf gestellt haben. Was? Und einige hübsche Sachen, unter anderem ziemlich viele Räuberskalpe bekommen haben. Wollen wir uns jetzt erst einmal zurückziehen und diesen Sieg kurz feiern und uns heilen und so weiter. Oh, Flammenpfeil. Den könntest du gut gebrauchen. Den können wir mal da reinpacken. Stinkende Wolke. Brauchst du eigentlich nicht so wirklich. Stab der Furcht. Ja, wir müssen definitiv etwas Platz schaffen. Das Autogramm können wir behalten. Ja. Aber das ganze Zeug mal verkaufen und so weiter. Ja, nichts leichter als das. Also verlassen wir Tatzoks Zelt. Und suchen uns unseren Weg zurück nach Berigost. Würde ich mal sagen. Am besten verschwinden wir hier ab durch die Hecke. Hier hinten. Düna hier, falscher Weg. Da oben geht's nicht lang. Okay, unsere Buffs klingen alle ab. Also wir fliehen nach Berigost. Dort verkaufen wir das ganze Zeug, was wir jetzt gefunden haben. Und dann geht es ab in den Mantelwald. Das Gebiet hier, das sparen wir uns auf, wenn wir nach Baldur's Tor reisen. Das ist nämlich etwas heftiger. Beinahe unter meiner Würde. Und die Feuerweinbrücke, die sparen wir uns auf, wenn wir den Mantelwald gemacht haben. Dann sollten wir nämlich vielleicht wieder etwas abtauchen, kurzzeitig. Hier haben wir übrigens noch ein bisschen was zu erledigen. Deswegen erst einmal zur Schmiede, Waffen verkaufen. Gucken wir mal, was wir so an Waffen haben. Düna hier hat zum Beispiel ein Kurzschwert plus 1, was wir Minz geben können. Und einen Schild, den wir Minz geben können. Warum auch immer wir noch ein Schild mit uns rumschleppen. Sie hat eine Rupe, die wir Minz geben können. Charakter ist zu weit entfernt. Mist. Okay. Tranzig, das war der Brief, den wir auch noch verkaufen könnten, wenn wir den verkaufen können. Den kannst du mal Khalid geben, wenn der nicht zu weit entfernt wäre. Okay, wo sind denn alle verteilt, bitteschön? Ah ja, sie ist ganz hinten. Okay, verkaufen wir erstmal alles an Waffen. Was wollt ihr? So wie den Kriegshammer plus 1, den wir auch noch verkaufen könnten. Was? Nichts leichter als da die Räuberskalpe und da den ganzen Rest. So. Beinahe unter meiner Würde. Ein kleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Ja, das hoffe ich doch mal. Gucken wir mal, was du so hast. Also Schmuck können wir bei ihm schon mal nicht verkaufen. Hat er vielleicht noch was Interessantes? Abgesehen von der Armbrust, die ich nicht benutzen kann, möchte, tue. Er hat sehr viele, genau diese Armbrust. Er hätte ein Giftdolch. Aber Imoen hat das schöne Schwert plus 2. Beschlagene Lederwams bringt auch keinem was. Nee, sonst hat er nichts. Also gucken wir mal. Zaubererrobe, Sonnensteine können weg. Ist gut, dass er uns auch die Edelsteine abkauft. So, Zaubererroben, Kurzschwert, Kriegshammer, Schild plus 1, Widerstand gegen Kälte, Robe, Morgenstern, noch ein Schild, Plattenpanzer. Du hast, glaube ich, nichts.
Du hättest einen Haufen Pfeile, aber Pfeile wollen wir erhalten. Magische Robe verkaufen. Und du hast nichts. So. Dann machen wir mal kurz weiter Ordnung. Und wir brauchen Schleuderkugeln. Gut, welche? So, sie ist müde, ist okay. Erstmal alles, was so Zauber ist, zu Minsk. Und was Ringe ist. Jo, alle beschweren sich über Müdigkeit. Du bist schon fast wieder überladen. Ja, Inventar ist voll. Dann packst du mal die Bolzen da rein. So. Tränke, ob ich Tränke verkaufen kann, ist eine andere Sache. Ja. Der Brief kann zu Khalid. Das ist nämlich der alte Brief von Tranzig. So, hat noch jemand irgendwas? Zauber, die Minsk schon mit sich rumschleppt. Auf jeden Fall das hier. Können wir ihm geben. Schweinchen haben wir nicht. Die anderen, Freundschaft. Nö. Nö, die muss dann wieder hier alle verkaufen, ne? Obwohl, wir können die Schriftrollen eigentlich alle zu Khalid geben. Der hat genug Platz. Und ja, ich muss hier und da ein bisschen Management machen. Imolf verschießt Feuerpfeile. Habe ich irgendwelche... Naja, Minsk, gib mal noch eine Schriftrolle an Khalid ab. Dann kannst du die Bolzen hier rein tun. Obwohl, ich kann Khalid... Minsk kann ich die Eispfeile geben. Der soll sie nur nicht verschießen. Dann kann er den die Bolzen da doch wieder rein tun. Wahrnehmungstrank. Ach ja, das ist der Falle-Find-mich-Trank. So, die restlichen Pfeile. Verschießen wir erstmal die Feuerpfeile, dann steigen wir wieder auf normale Pfeile zurück um. Die da hier braucht Schleuderkugeln. Ja, was wollt ihr? Gut. Nur ein klitzekleines zeigt mir, was ihr mehr zu verkaufen habt. Was ihr wollt. Schleuderkugeln da. Kaufen wir einfach mal 4 Paar normale. So. Und wir haben sehr viel Gold, also können wir uns auch die besseren Schleuderkugeln später leisten. Gut. Beinahe unter meiner Würde. Also erstmal gucken, dass wir bei ihr die Räuberskalpe absetzen können. Also bei der Hauptfrau von der flammenden Faust. Und dann gehen wir wahrscheinlich in Wintrops Wirts... Wintrops Wirtshaus, falsch. Wintrop war der Typ in Kerzenburg. In Feldposts Wirtshaus. Und gucken, dass wir da Schriftrollen so loswerden. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ja. Ich sehe schon, dass ihr fleißig wart, also weiter. Je nach je mehr Raum, was Skypes ich bekomme, desto reicher werdet ihr. Ich nehme euch die Skypes alle ab. Sehr schön, das sind nochmal. Sie wird uns sogar die Geschichte der Toten 3 abnehmen. Das ist nochmal ein bisschen Geld. So. Und alles andere will sie nicht. Gut. Und ich würde vorschlagen, zur Feier des Tages schlafen wir auch im Feldposts Wirtshaus. Und nicht hier im windigen Schwindler. Gut. Schlafen wir einmal königlich. Und jo, wir sind in Akt 4. So. Hier ist ein Brunnen.
Wo geht ihr lang? Da geht's nicht durch. Ja, die Wegfindung von... Kann ich tun mein Bestes? Geht. Die hat sich, glaube ich, mit Teil 2 etwas verbessert. Oh, hier liegt eine Lederrüstung drin. Die will ich aber nicht haben. Ich war nur mal neugierig, ob ich die Kiste schon mal untersucht habe. Ja? Beinahe unter meiner Würde. So, dann einmal ab ins Wirtshaus vom Feldpost. Beinahe unter meiner Würde. Whisky? Jo. Was habt ihr anzubieten? Also erstmal wollen wir verkaufen. Das Autogramm nicht. Wir wollen auf jeden Fall die ganzen Zauber loswerden, die Kalle so mit sich rumschleppt. Und alles, was Minsk so mit sich rumschleppt. Ja, das giftige Schnelligkeitswinde Perlenkette. Wow, die ist wertvoll. Und weg. Hast du noch irgendwas? Also wir haben da jede Menge Heiltränke. Trank Magiewiderstandstränke, die auf jeden Fall nicht. Der violette Trank, Stärke auf 25. Das ist nachher gut, wenn wir Ankeck-Panzer schleppen müssen. Trank der Spiegelaugen sowieso. Ach, die beiden können weg. Schutztränke benutze ich so gut wie nie eigentlich. Explosionstränke und so dann doch eher. So. Du hast auch nichts mehr außer deinem Wahrnehmungstrank, den du nicht verkaufen willst. Und du willst das alles nicht verkaufen. Genau. Sehr gut. So, tauschen wir mal hier die Schleuderkugeln aus. Sie bleibt weiter bei dem Feuerfeuern. Beißende Feinde haben wir auch noch bei Kalit rumliegen. So, das dürfte es gewesen sein. Dann schlafen wir jetzt mal bei königlich. Mir ist das Bier billig. Als die Dunkelheit hereinbricht, wandern eure Gedanken zurück zu vergangenen Ereignissen und wohlverdienten Triumphen. Ein befestigtes Lager, von der Küste völlig abgeschieden und abgeschirmt, stellt für eure List und Tücke keine große Herausforderung dar. Im Lager tummeln sich allerhand Räuber und Schurken, doch in ihrer Mitte seid ihr quasi unsichtbar. Durch eine starke Böe werdet ihr aus euren Erinnerungen gerissen. Sie erhebt euch über das Lager und den Wald hoch in die Lüfte. Die Morgensonne lässt euren Körper zu einer Silhouette werden und einen Moment lang fühlt ihr euch wie ein Vogel, frei von allen Sorgen und Pflichten des Erdendaseins. Doch dann werdet ihr von unsichtbaren Händen zurück zur Erde geholt und mit einmal fühlt ihr euch mehr wie ein Sandsack als wie ein Vogel. Die Erde zeigt sich über euren kurzen Anflug von Untreue keineswegs gekränkt und empfängt euch sanft und ohne Widerstand zu leisten. Kurz darauf wird alles schwarz und euch wird klar, dass ihr direkt ins Erdinnere eingedrungen seid. Das Gestein um euch herum erhellt sich und langsam nimmt eine Höhle Gestalt an. Jedoch reicht eure Sicht nur ein paar Schritte weit. Ihr taumelt vorwärts und seht euch Auge in Auge mit euch selbst. Vor euch steht eine Statue aus Stein, die euch bis aufs kleinste Detail gleicht. Aus der Dunkelheit ertönt eine Stimme, die euch, wenn auch in amüsiertem Ton, Anschuldigungen an den Kopf wirft. Dein Stolz, großer Plünderer, ist unverdient, wo doch dein ganzes Dasein nur geliehen ist. Ehre, wem Ehre gebührt, und Ehre muss gezollt werden, wo es verlangt wird. Aus der Dunkelheit zischt ein Dolch aus Knochen und trifft auf die Statue. Sie wird nur leicht beschädigt, doch ihr verspürt einen Schmerz, als würdet ihr in der Mitte entzwei gerissen. Du wurdest so gemacht, wie du bist, warnt euch die Stimme. Und genauso kannst du auch vernichtet werden. Ihr fallt zurück ins Nichts und wälzt euch auf eurer Lagerstätte bis zum nächsten Morgen unruhig hin und her. Jo, unser nächster Traum, weil wir im nächsten Akt sind. Also es gibt pro Akt einen Traum. Mal abgesehen vom Prolog natürlich. Also Akt 1, Akt 2. Nee, halt, Für Akt 1 gibt es einen Traum in Akt 2, für Akt 2 in Akt 3, für Akt 3 in Akt 4 und jetzt sind wir, glaube ich, schon in Akt 5. Oder? Das muss ich gleich mal gucken.
So, wir haben jedenfalls Fähigkeit bekommen. Gift verlangsamen. Was wollt ihr? Und zwar, zum ersten Mal. Okay, wir haben also zwei Fähigkeiten. Wir haben also jetzt die Fähigkeit für Akt 3 bekommen. Gut. Was? Gut.